Hallo Freunde, willkommen zurück. Hallo. Hallo. So, da steht ja der große 20er Weiber. Ja. Also für sich, wir hatten eine Aufnahme geplant. Weil wir haben es getestet, ob der das überhaupt durchsteht ohne Milch. Ohne Milch. Bei unserer Einstellung. Recht einfach. Ja, wir haben uns sogar zur Sicherheit ein Heilschwein besorgt. Es steht da unten bei den anderen Tieren, aber hat es nicht gebraucht. Genau. Aber das kann man ja immer haben. Und die sind so hässlich, dass die... Ach komm, hässlich ist er nicht. Gott sei Dank hat er schöne Farbe. Wir haben einfach den höchsten genommen, den 150er, und der sah halt so aus. So, nun gehört er dazu. So, und weil unsere Testweiber so gut geklappt haben, ja. Wir trauen uns nochmal in die Weibernschlucht. Wir haben Heiltrank dabei. Wir wissen jetzt, dass die Feuerweibern uns auch Schaden tun. Wir gehen auch nicht unbedingt direkt wir wollen so in die Schlucht rein. Wir wollen versuchen, die Ross zu holen, dass wir nicht so viel Probleme mit dem Feuer. Soweit die Theorie. So war die Theorie. Und noch ein paar Eier klauen. Ja. Oberhalb von 20. Ich bin gerade mit dem Viper geflogen. Ich habe das Gefühl, dass ich jetzt im Slow-Motion fliege. Aber ich bin langsamer als du. Das täuscht vielleicht. Täuscht? Ja. So, und mit die zwei Weiber, aber das Projekt Phoenix. Ja, wir haben ja noch so viele Projekte. Stimmt. Die Insel. Die Insel. Steht noch aus. Diese Sandsurfer, keine Ahnung, wie der heißt, ne? Vassolosuchus. Ja, davon haben wir ja einen Sattel im Schrank und weißt ja, was das heißt. Ja, wir haben so überhaupt einen Haufen Sättel im Schrank, weil wir vier Lutrops abgejagt haben. Genau, wir haben Besuch unbedingt nach einer. Da ist noch Sabertooth, Caprosuchus, Autopleura, Parasea. Ja, das muss alles noch gezähmt werden. Und ja. Ab in Zoo. So. Ah, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, was die Waber für Lappen sind. Ja, wenn man ein paar Karten, die nicht hatte, ne? Die letzte war Balguero, oder? Ich glaube, ja. So, und diesmal wird drauf geschossen und die soll aus der Schlucht rauskommen. Absitzen. Das sind die jungen Argis. Ja, die können... Die haben noch nicht so viel drauf. Aber lebensatt. So, ich blicke in die Schlucht und ich sehe... Ich müsste eben auch mal ein bisschen Fleisch verpassen. Hast du Fleisch dabei? Nee, die ist auf Diät. Ist auf Diät, das ist nicht gut. Da unten ist doch was. Die Level aber auch am laufenden Band, ne? Ja, das mit frischen Argis oder frischen Tieren, das ist immer so. Wie haben wir das vor? Stück für Stück von der Schlucht abklären und dann nicht abbauen am besten? Dass wir entspannen die Nester abfliegen? Können wir mal so anfangen, mal sehen, wie es läuft.
Da fliegt schon der erste da unten. So, mal gucken, wie die landen. Wenn das jetzt ein Feuer oder ein Gift ist, und dann kommen die ja auf uns zu und spucken uns an. Also, sobald das, dass er angeschossen worden ist, wird er kommen. Ja. Boah, ich sitze aber hier auf der Kante. Aber halt die Augen auf, nicht, dass einer von hinten auftaucht. Natürlich, den sehe ich jetzt nicht mehr. Hast du den getroffen? Den habe ich noch gar nicht gesehen. Ach so. Ich gehe mal auf die andere Seite von der Schlucht. So kann man wenigstens schon mal die Hitze aus dem Weg gehen. Ne? So, ein Fallschirm. Da drüben ist einer. Was heißt drüben? Auf die andere Seite? Von mir gesehen links. Ich hab schießt da runter zu fallen. Ja, ja. Ich sehe den. Was ist das? Und die sind Nest. Was ist das für einer? Das ist ein Blitz. Level 85. Und direkt unter uns ist ein Nest. Irgendwie trauen wir uns beide nicht, ne? Wo ist er, der Blitz? Der ist hinter diesen Strukturen da. Kristall. Ja. Oh, ich habe auch so Angst, da rein zu fliegen. So. Ich will da eigentlich auch ein bisschen mitschießen. Ey, da sind solche Lappen und da schießt wieder neben. Okay, ist raus aus der Range. Wir sind sonst immer so mutig. Ja. Wegen letztens, ne? Und sobald das so ein Nest plünderst, hast du sofort Aggro von alle Seiten, ne? Nur ich habe den Chiboa mitgenommen. Komm mal hier auf die Seite. Ist ein Nest? Leer. Ich glaube nicht, dass er leer ist. Er zeigt es nur nicht im Fernglas. Tja, was tun? Ich sehe gar keine mehr. So, Gesundheit ist voll. Komm, ab. Junge, Junge, Junge. Alte Methoden. Oh. Freddy? Ich guck, ich sehe nichts. Und dann raus? Der ist gesund, der wird 85. Ja, das ist wahrscheinlich von dem blauen Lightning, ne? Raus? Ja. Es muss doch mal einer kommen. Nix. Sieht nicht so aus. Das juckt keinen. Machen wir die AG auf neutral setzen erstmal? Ja. Ich weiß gar nicht, wie sie eingestellt sind. Und das weiß ich auch nicht. Meine ist natürlich passiv. So. So. Das wären 85er.
Jetzt. Aber Blitz mit Phönix bringt ja nichts. Nee, wir bräuchten einen hohen Feuerweibern. Ei. Die Weibern an sich brauche ich nicht. Wollen wir mal gucken über die Decks? Dodo, Finder, Dingsbums? Das bringt dir ja nicht, weil die Eier, die sind ja unabhängig. Da vorne fliegt wieder einer. Ich wollte mal hier zum Anfang die Schlucht gehen. Da klaut man hier ein Ei und keinen interessiert's. Kein Weibern. Komisch. Aber hier ist alles sauber. Warte mal, ich muss erstmal den Heiltrank auf eine andere Dings legen. Weil wenn ich dann Hektik habe, brauche ich schnell Zugriff. So. Lass mir mal erstmal das Ei im Agi rein tun. Weiß ja, wie das ist. Mhm. Zwei Stück und schon kannst du nicht mehr laufen. Ja. Da ist ein bisschen Fleisch. Dieses Unwetter, wie das. Siehst du mich nicht? Doch, du bist da drüben. Da hinten. Ja. Aber du wolltest doch zum Anfang der Schlucht. Ja, ich habe den Anfang geguckt. Na, hier? Ja, da ist nichts. Ist kein. Willst du reinfliegen und. Ja. Wir haben diesmal keine Hitze. Willst du mir auch? Das Nest ist leer. Das auch. Auch leer? Jo. Da ist er. Da ist eine. Die ist weg. Die ist weggespawnt. Direkt vor meiner Nase. Ja, super. Das finde ich komisch. Ich hatte am Anfang ein Weibern im Visier. Oder ist auch despawned? Da unten. Aha. Der ist aber auf der anderen. Ah, jetzt fliegt drüber. Wieso können die sich so gut verstecken? Ich glaube, der ist auch gerade despawned. Was ist hier los? Da klemmt eine. Ich hab getroffen. Aufsetzen. Kommt. Oh Gott, die ist. Ist das ein Groß?
145. Ja. Der ist ein Weibernest. Wenn es das ist. Aber es ist ein Blitz, ne? Wieder. Weißt du, mich, wenn ich es juckt, wenn es ein 145er ist? Das ist der. Okay. Ich wollte mich umdrehen müssen. Das war sein. Ja, Ei. Leg's in Aki rein. Der Agi hat 14 Punkte dafür bekommen. Ach jo, da war noch was. Aha. 8. Ausdauer. Lukas Ruchner Kampf. So gefällt mir. 1000 Gesundheit, 10.000 Gesundheit, 1000 Nahkampf. Und am besten nicht abbauen, dass wir Ruhe haben. Erstmal. Oh, die Schlucht bei Nacht, das ist geil, ne? Mhm. Diese Kristall. Ich hoffe, das ist nicht, was ich gerade gesehen habe. So diese, so einen leichten Alpha-Schema. Ja, genau in diese Richtung. Da leuchtet da was. Nein, das sind diese Nester. Ich gucke nach, ob ein Alpha on stage ist. Ja, es ist eine da, eine Fünfer. Ist gerade weg. Ist gerade despawned. Perfekt. Die ist weg. Hä? Eben war sie noch da? Jetzt nicht mehr. Gut. Liegst du in die Richtung? Weil ich verliere immer die Richtung, ne, in den Schluchten. Beim Kämpfen. Guck nach Garten. Guck auf deine Karte nach oben. Nach Norden. Genau. Okay. Also wenn du fliegst und die Wüste links hast, ist doch alles gut. Alles gut. Mhm. Oh, ein Boss. Da kommen die angekrochen, diese Viecher. Ach, du bist da oben. Die Nester sind ja alle so rot ausgeleuchtet. Bedeutet das, das ist hier Feuerweiberngebiet? Keine Ahnung. Ist doch alles Weibergebiet. Ja, aber vor dem Feuer habe ich jetzt so ein bisschen Respekt seit letztem Mal, weißt du? Für sie sollte man von dem Weiber immer Respekt haben. Egal, was das für welche sind. Du fliegst oben drüber, ich flieg unten drunter. Sind wir uns ja mal wieder einig. Das reicht doch, wenn einer sein Leben riskiert. Aha. Oder müssen wir beide einen Feuerweiber sterben? So wie letztens. Aber das ist wirklich... ausgestorben. Ja. Und dann, buff, 3 Stück. Halt die Ausdauer bei dir immer oben, ne? Ja, ja, ist halb.
Bist du hier irgendwo? Oder weit weg? Ich komme dann, ich bin 160 Meter von dir entfernt. Weit genug, dass du nicht zu viel Stress hast? Ja, das. Wir haben mal kurz arg erklärt, was wir unser Projekt, ne? Und schon spuckt er uns in die Suppe. Das war doch noch nie anders. Tja. Okay. Das sieht aber nicht aus wie ein Feuerwalber. Weißt du, wie schnell die da sind? Raus aus der Schlucht. Blitz. Sehr elektrisiert. Ist hin, waren 50. Ah, das Nest. Ja, die sind ziemlich nah an deren Nester. Scheinbar sind. Früher hast du das Ganze. Alles möglich dabei gehabt. Ja, aber noch eins nehme ich nicht mit. Und jetzt hast du nur. Oder für Kibbel. Ja, kannst du viel Kibbel mitnehmen. 50. Also, wenn du ein Weil was siehst, da kannst du sicher sein, dass in der Nähe irgendwo ein Ei liegt. Und du wirst nur von das Elterntier angegriffen. Zumindest bis jetzt. Da war schon zu Ende die Schlucht? Nein. Okay. Also solange du keine Weibern siehst, brauchst du auch gar nicht die Nester abzusuchen, ne? Soll Nee, das so wie es heißen? aussieht, nicht. Moment. Okay, die Schlucht ist jetzt zu Ende, tatsächlich. Ja, super. Nicht ein Feuerwalber. Ich guck mal kurz rein. Die Schlucht ist leer. Gut, dann war der Ausflug für heute mal, naja, bescheiden, würde ich sagen, ne? Der 145er? Aber 145er ist natürlich Ja, und die anderen eine beiden normale. sind für Kippel. Da gibt es Herr Blaue Kibbel. Demnächst. Für den Newtie oder so, weißt du? Aber das hat die zwei Kids gut getan, ne? Ja, die sind jetzt richtig gut gelevelt. Da ist noch ein Beauty. Schätze mal, das ist der. 50er Female. Ja. Oh, der Agi. Puh, Zehner. zum Glück. Also auf einen 150er kann ich nicht weggucken bei der Farbe. Okay, dann bei die Weiber haben die das wirklich so gemacht, dass ein einzigen Weiber behütet ein Ei. Ja, sonst kamen immer alle in der Nähe, wenn du ein Ei geklaut hattest.
Gut, es war ja auch immer nur eins da. Ich meine, könnten ja nicht noch mehr kommen. Ja, heute. Ja, aber guck mal, früher hast du ein Ei geklaut, hast du, was weiß ich, in die Schlucht da 5 Eier, aber 40 Weiber. Ja. So, und ja, mir ist ein bisschen kalt. Wo willst du eigentlich hin? Nach Hause? Oder wo willst du hin? Weil du quasi so um so einen Bogen fliegst, ne? Ich flieg die Schlucht mal ein bisschen ein Stückchen entlang. Ach so. Weil bevor ich die Schlucht komplett verlassen. Oh. Ich hab ihn getötet. Ich wollte sagen, bevor ich von der Schlucht wegkomme, wollte ich nochmal gucken, ob. Aber nö, ist nichts. Ein bisschen kalt, ne? So. Der 145er, das ist natürlich eine Hausnummer. Wenn du hier bei mir siehst, ja, wo ich bin. Ja, ich habe sie für die, die uns noch nicht so lange kennen, wir spielen immer nebeneinander. Das heißt, ich sehe immer, wo Ise sich rumtreibt und was sie macht. Leider Gott ist andersrum dasselbe. Was du für Blödsinn machst, sehe ich natürlich auch. Ein Stückchen trinke ich mal. Ich hatte Angst, am Feuerwehr zu sterben. Und dann sterben wir an Kälte. Diese Steinkonstruktionen hier, die sehen ja aus wie Gebäude, ne? Ja, aber wenn du näher kommst, nicht mehr. Guck den gelbe Tabechara dahin. Der leuchtet im Dunkeln, oder? Fünfziger. Schön, aber. Ich höre schon mein Puls. Das zieht jetzt ordentlich runter, ne? Ja, und die Ausdauer auch. Ja, weil du nicht gelandet warst bei dem. Bei dem Dingsbums. Aber da haben wir echt zwei gute Agis, ne? Schade, dass sie keine Farbe abbekommen haben. Außer deiner, der hat grüne Füße. grüne Füße. Naja. Naja. Gibt Schlimmeres. Ja, und von der Qualitäten brauchen wir nochmal 15, ne? Ja. Ja.
weil wir den Manticore natürlich mit Argis machen und zwei, drei Rexen. Das haben wir schon mal gemacht und das hat super geklappt. Ich hoffe, dass es immer noch so, dass es geht. Werden wir sehen. Oh, bei mir pumpt es jetzt auch. Ich bin aber schon da. So. Zack. Ey, wie schnell das runterzieht. Ja, ne? Unglaublich. Harte Bedingungen hier. Oh, Schneeflocke. Ist das angenehm. So. Eins, zwei und voll. Ja, dann brauchen wir mal die gar nicht triggern, ne? Beim nächsten Mal. Aber das ist auch, wir sind bei Nacht reingeflogen jetzt, ne? Ja. Ich glaube, bei Tageslicht hast du auch eine Hitze da drin, ne? Aber zwei Kralle für den Boss. Bisschen Sulfur. Ich habe so viele Pfeile bei mir, ne? Und schießt überhaupt nicht mit Pfeilen. Nee. Wo bist du? Ich habe 140 selber und 116 Betäubungspfeile. Ich brauche die nicht, die sind nur schwer. Kannst du wegschmeißen. Dann packe ich die im Schrank. Ja. Also in die Funduskisten. Achso, wir haben noch zwei davon. Gefunden sicher. Gebaut habe ich noch nicht. Ja, gefunden. Ich habe noch nicht eins gebaut. So, da wären wir wieder zu Hause. Für heute machen wir Schluss. Danke fürs Zuschauen und ich hoffe, dass wir bald mal, was bin ich jetzt, 81, fast 82, dass wir bald den Chemielabor aufstellen können. Ja, und in meine leere Ecke hier den Ofen oder beide. Das dauert, glaube ich, bis 88. Ja, ich finde das so blöd, ne? Ja. Ja, aber dann machst du nichts. Ja. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.